Ich durfte ein neues Buch schreiben mit dem Titel Gott wollte Gemeinschaft, keine Show. Und drei wunderbare Menschen haben dafür ein Vorwort geschrieben. Daniel Exler, Maria Brehan und Kennedy Jürgen Laubing. Und in diesem Buch geht es darum, dass uns Gott zurückrufen möchte zu einer authentischen Liebesbeziehung hin zu ihm. Und ich denke, dass Gott uns rausruft aus einer Show, die wir so lange hatten in Deutschland, und hineinruft in einer ganz echten Gemeinschaft. In der Gemeinde, im persönlichen Leben, in unseren Ehen, in den Beziehungen zu unseren Kindern. Und in diesen 97 Seiten schreibe ich genau darüber. Und vielleicht möchte Mama Maria noch ihr Herz dazu teilen. Ja, also ich muss sagen, Elia, du hast eine Gabe, den scharfen Unterschied zwischen Welt und Reich Gottes zu machen. Danke, Jesus. Und das fehlt vielen, weißt du? Denn wir haben jahrhundertelang Kirche gebaut mit den Prinzipien der Welt, ja. Aber jetzt brechen wir durch in eine neue Dimension. Amen. Und weißt du, was mich schon als Kind erschüttert hat, wenn ich von Gott, ich war ja römisch-katholisch, ja, wenn wir aus dem Gottesdienst herauskamen, habe ich mir die Leute angeschaut, ja. Und da habe ich immer gedacht, da drinnen soll eine Frohbotschaft gepredigt werden. Aber die schauen alle nicht froh aus. Die schauen alle aus, als wären sie in Zitronensaft getauft. Da habe ich mir gedacht, da muss was nicht in Ordnung sein. Nach dem Gottesdienst soll man strahlen, leuchten, ermutigt sein. Und da, glaube ich, kommt jetzt ein riesiger Zusammenbruch dieser Lüge von Religion. Weil es tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Und zwar eine Leistungsgesellschaft. Mit Gott haben wir keine Leistungsgesellschaft. Er hat alles vollbracht. Wir müssen nur glauben. Amen. Amen. Und alles annehmen, was er uns gratis schenkt. Weißt du, wie ich begriffen habe, weil ich auch, bin auch aufgewachsen, dass ich viel tun muss, damit ich in den Himmel komme, ja. Und dann habe ich mich so angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Und eines Tages war ich so fertig, ich habe gesagt, lieber Gott, ich streng mich ja so an. Und dann hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbstgemachte Erlösung. Und dann habe ich gesagt, okay, nicht einmal meine guten Werke willst du. Dann hat er gesagt, nein, ich will nicht deine guten Werke, ich will meine guten Werke. Ich habe jeden Tag was vorbereitet für dich. Und da möchte ich, dass du darin wandelst. Nicht, um mich zu beeindrucken. Ich bin schon beeindruckt, dass ich dich geschaffen habe. Gott ist beeindruckt mit jedem von uns. Wir Amen. Sind ein herrliches Schöpfungsoriginal des Vaters im Himmel. Wir brauchen nichts mehr tun. Er ist schon beeindruckt. Er braucht nur kindliches Vertrauen. Einen Glauben, der einfach aus der Liebesbeziehung kommt. Ja? Ich weiß, dass meine Kinder in Afrika, die wissen, sie können mir nur zeigen, dass sie mich lieb haben, wenn sie mir gehorchen. Wenn sie also auf mich horchen. Amen. Und dann tun, was ich sage. Und dann leben wir ein stressfreies Leben, ja. Und so soll es mit Gott sein. Wir sollen gehen und horchen. Geh hoch, geh hoch. Und dann Gott zur Verfügung stehen. Wir haben jahrhundertelang gebetet. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Raus aus dem Gebäude, Kirche, die Kirche ist nicht die, das Gebäude ist nicht die Kirche, Amen. Du und ich sind die Kirche, er will in uns leben. Halleluja. Halleluja. Aber raus, okay, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Amen. Passt überhaupt nicht zusammen. Amen. Und Gott möchte, dass wir jeden Tag so in der Verbindung mit ihm leben, dass wir sehen und hören, was er im Himmel vorbereitet hat, in jeder Situation. Mein häufigstes Gebet ist, Herr Jesus, wie verhältst du dich in der Situation? Und dann zeigt er das jedes Mal. Und dann tue ich, was er sagt und bin überrascht, wie das locker dahin geht. Aber Halleluja. Gott möchte habe deine Lust am Herrn. Du, wie ich das erste Mal gelesen habe in der Bibel, habe ich gedacht, so eine schlechte Übersetzung. Lust und Bibel passt doch nicht zusammen. Lust ist doch eine gesteigerte Form von Liebe. Dann hat der Herr gesagt, nein. Ich möchte deine erste Liebe für mich als Lust Halleluja. Haben. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir dann, was dein Herz begehrt. Ja. Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr Lieben, eine Beziehung mit Gott ist das Schönste, was wir auf dieser Welt erfahren können. Auf jeden Fall. Es ist eine Exklusivbeziehung. Er will keine Konkurrenz haben mit der ersten Liebe. Mhm. Und die zweite Konkurrenzbeziehung, die Gott geschafft hat auf der Welt, ist die Ehe. Keine Frau will Konkurrenz haben in der Nähe. Aber sie will wissen, ich bin Nummer eins bei ihm. Er ist Nummer eins bei mir. Und dann dürfen wir auch in der Ehe Himmel auf Erden erleben. Weißt du, ich möchte noch ein Buch schreiben. Ehe. Weißt du, zwei E oder H?
Zwei Egoisten werden mit dem Heiligen Geist zusammengehalten. Und dann schreibe ich den Titel: Ehe, Himmel oder Hölle auf Erden? Doppelte Buchankündigung. Ja. Wir entscheiden, wie eine Ehe läuft. Mit unseren täglichen Entscheidungen, mit den Gedanken, die wir denken, mit den Gebeten, die wir beten, mit dem Glauben, den wir haben. Gott möchte uns auf Erden schon den Himmel geben. Amen. Und jetzt fangen sogar die Glocken an zu läuten. Halleluja. Halleluja. Eine Übereinstimmung des Himmels. Also bitte, ihr Lieben, kauft euch diese Bücher. Gott wollte Gemeinschaft, keine Show. Und die anderen heißen noch? Gott wollte Kinder, keine Sklaven. Gott wollte Liebe, keinen Zwang. Und Gott wollte Glauben, keine. Ich hab den Titel vergessen. Gott wollte Glauben, keine Gleichgültigkeit. Und der letzte Teil ist: Gott wollte Gemeinschaft, keine Show. Bitte, bitte, kauft euch die Bücher. Sie sind gar nicht teuer. Und sie werden dein Leben grundsätzlich verändern. Denn es verändert deine Offenbarung in der Beziehung mit Gott. Amen. Elia, ich bin so stolz auf dich, dass ich dich schon auf der Welt treffen durfte. Halleluja. Und zwar ein Vertreter der Familie Gottes, die Erstgeborenen. Er kommt aus der Gypsy-Reihe, das sind die Verlorenen der Lassenhäuser. Und die kommen jetzt zurück mit einem Feuer, das wir brauchen in der lahmarschigen Welt. In Jesu Namen. Amen. Auf Amazon erhältlich, Link ist unter dem Video. Gott mit euch.